AK außer Kontrolle. Oldschooler, Gangster-Rapper, Geheimniskrämer. Mit Hits wie Für die Diebe, Easy und Kristall 2 hat er dieses Jahr so gut wie alles abgerissen, was es abzureißen gab. Doch kaum einer weiß, was sich hinter dem Bandana wirklich für ein Mensch versteckt. Und um das zu ergründen, lohnt es sich, einmal zurückzublicken. Also wer genau ist der? Wo genau kommt er her? Und wie ist er zu dem geworden, der er heute ist? All das erfährst du hier bei Ride. AK außer Kontrolle, beziehungsweise eigentlich Davut Altundal, so heißt er mit bürgerlichem Namen, wurde irgendwann Anfang der 80er Jahre in einem Berliner Asylantenheim als Sohn kurdischer Eltern geboren. Sein genaues Geburtsdatum bleibt, ähnlich wie es lange Zeit sein echter Name war, bislang sein Geheimnis. Seine Eltern kommen ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Türkei und sind zuerst in den Libanon und dann nach Deutschland geflüchtet, wo der junge Davut mit seinen 10 Geschwistern im multikulturellen Problemviertel Wedding aufwachsen sollte. Als Flüchtlingsfamilie mit so vielen Kindern hatten es Davuts Eltern natürlich alles andere als leicht. Zwar bekamen sie nach einigen Aufenthalten in deutschen Flüchtlingsheimen eine eigene Wohnung und einen Sozialbetreuer gestellt, der sie bei Behördengängen unterstützen sollte, aber das war es dann auch schon. Keine Sprachkurse, keine Integrationshilfen, nichts. Als Resultat daraus können seine Eltern bis heute kaum Deutsch und die Kinder waren auf sich alleine gestellt, was gerade in der kriminellen Hochburg Wedding alles andere als einfach war. AK spricht davon, dass seine Eltern, die von zu Hause weder Kriminalität noch Drogen kannten, mit der Situation komplett überfordert waren. Und ihr Betreuer erkannte es nicht oder wollte es einfach nicht erkennen, aber wahrscheinlich war es ihm einfach viel zu viel Papierkram. Wie sollten sie mich auf das Leben hier vorbereiten, fragt sich Davut heute reflektiert. Und ja, wie sollten sie? Im Endeffekt musste Davut so gut wie alles selbst erkunden und eigene Erfahrungen machen. Und dann macht man halt auch den einen oder anderen Fehler. Doch AK erkennt auch seine eigene Mitschuld an seiner Geschichte an und sucht die Schuld für seine kriminelle Karriere nicht bei anderen. Doch wenn man die ganze Zeit auf der Straße ist und mit Leuten aufwächst, die sich gerade ein fettes Auto gekauft haben und man weiß, dass die alle kriminell sind und dass sie das nur mit kriminellem Geld geschafft haben, dann hinterlässt das Spuren bei einem heranwachsenden jungen Mann ohne familiären Rückhalt. Und so verfällt er bereits mit 10 Jahren den Drogen und raucht angestachelt von seinem zwielichtigen Umfeld Gras und lässt sich von falschen Freunden dazu verleiten, unter anderem in Klamottenläden zu stehlen. Anstatt den Weg seines Sohnes zu korrigieren, machte es sein Vater nicht unbedingt besser und ging sogar mit seinem Sohn auf den Schwarzmarkt, damit er ihn beim Verkauf geschmuggelter Zigaretten unterstützte. Doch andererseits, was blieb ihm sonst auch übrig, mit 11 Kindern, kaum Deutschkenntnissen und keine Aussicht auf einen Job. Es war eine Situation ohne echten legalen Ausweg. AK selbst fand das alles damals sehr aufregend und freute sich über das Lob seines Vaters, wenn er dort mal wieder besonderes Verkaufstalent bewies. Er war von nun an vom kriminellen Leben endgültig angefixt und brach wenig später in frühen Teenagerjahren das erste Mal mit Freunden in eine Wohnung ein und klaute dort Schmuck und Elektroartikel im Wert von mehreren tausend Euro. So viel Geld bekamen seine Eltern nicht in einem ganzen Jahr zusammen und so begann er schnell die kriminelle Bahn als seinen einzigen Weg zu betrachten. Es kam, wie es kommen musste. Nach der 7. Klasse brach er die Schule ab und in noch mehr Wohnungen ein. Klauen wurde für ihn zu einem Handwerk und Gefängnisaufenthalte zu einem notwendigen Übel. Und so kam es, dass er bereits ein Jahr später, im Alter von 14 Jahren, seine erste Jugendhaft verbüßen musste. 6 Monate waren es damals, die allerdings nichts bei ihm bewirkten. Vielmehr war es sogar der Beginn einer klassischen Knasti-Karriere, denn mit 16 verbüßte er nochmal 4 Monate und mit 18 lautete die Strafe über 2 Jahre. Im richtigen Gefängnis. Für Jugendhaft schien Davut dem Richter mittlerweile viel zu reif. Wie es dazu kommen konnte, erklärte er in einem Interview einst damit, dass er für legale Arbeit keine Zukunft sah, da ihm nie ein unbefristeter Aufenthaltstitel erteilt wurde. Und das, obwohl er hier zur Welt kam. Als er dann mit knapp 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde, nahm er sich zwar vor, etwas zu ändern, allerdings endete das nur in einem Wechsel des Geschäftsfeldes. Aus Dieb wurde Dealer und die kriminelle Karriere ging munter weiter. Soweit sogar, dass er irgendwann eigene Kuriere beschäftigte, die das Gras an den Kunden brachten.
Damit will er eigenen Angaben zufolge zu Hochzeiten knapp 50.000 Euro pro Tag gemacht haben. Schwer zu glauben, dass man davon irgendwann genug haben kann. Doch genau so war es. Wenn man immer wieder in den Knast geht, wieder rauskommt, wieder reingeht und jedes Mal alles verliert, was man sich draußen aufgebaut hatte, dann kotzt das irgendwann an. Er hatte zu dem Zeitpunkt hobbymäßig schon eine Weile Musik gemacht und beschloss dann irgendwann, seine Ambitionen lieber in Rap zu stecken. Ein paar geile Videos raushauen und einen Deal an Land ziehen, das war der Plan. Und so stieß Davut zur Berliner Rap-Crew Außer Kontrolle, die von dem Rapper Fuchs Außer Kontrolle bereits einige Jahre zuvor gegründet worden war. Er wurde unter dem Namen Drama King ein fester Bestandteil der Gruppe, welche sich wenig später in AK Außer Kontrolle umbenannt hat. Erste größere Aufmerksamkeit bekam er, als er zusammen mit Fuchs Ende 2010 ein erstes Video auf dem YouTube-Channel der Kleidermarke Thug Life veröffentlichte mit dem Titel Meine Stadt Berlin. Auf einem klassischen Oldschool-Beat ging es dabei um den Struggle am Block und was die beiden tun mussten, um sich das Leben dort zu finanzieren. Fuchs bildet seit jeher den Anführer, hält sich jedoch in der Öffentlichkeit zurück und nach einigen Auftritten auf Berliner Underground-Platten verschwindet die Crew von der Bildfläche und verlagert ihre Aktivitäten zurück ins Kriminelle. Erst im November 2015 machen AK Außer Kontrolle wieder öffentlich von sich sprechen, als Drama King für die RBB-Dokumentation Hauptstadt der Diebe über die Taten seiner Bande spricht. Er zeigt sich als Sprecher von AK Außer Kontrolle und jener Gullideckelbande, die für viele legendäre Einbrüche verantwortlich gemacht wird. So sollen sie beispielsweise kurz vor Weihnachten 2013 einen neu eröffneten Apple Store am Kurfürstendamm überfallen haben, indem sie mit einem Auto in die Front des Ladens gefahren sind, das Geschäft ausräumten und über alle Berge verschwanden. Ende 2015 nutzte die Bande dann die gewonnene Publicity und macht nun noch wieder musikalisch von sich hören. Neue Clips der Gruppe auf AgroTV, in denen Davut alias Drama King als Hauptrapper auftritt, während Undercover im Hintergrund agiert und Gründungsmitglied Fuchs nur noch hin und wieder zu sehen ist. Mit ihrem bewährten Mix aus Gangster-Rap und kriminellem Storytelling findet der Sound der Hauptstädter schnell Anklang. Ihr erstes Album Panzerknacker erscheint im April 2016 und erreicht aus dem Stand Platz 10 der Charts. Zwischenzeitlich war authentischer Straßenrap nicht nur in Berlin ein gefragtes Genre und so nahm die weitaus erfolgreichere 187 Straßenbande sie mit auf große Deutschlandtour. Die Gang hatte sich nun endlich musikalisch gefestigt und wollte ihre Position Anfang Mai 2017 mit der nächsten Platte ASSN auf Start sein Nacken nochmal zementieren. Das Album schaffte problemlos die Top 3 und war damit ein voller Erfolg für die aktiven Member. Zur selben Zeit wurde auch Bushido auf die Gruppe aufmerksam und nahm sie noch im selben Jahr unter Vertrag. Allerdings verließ AK Außer Kontrolle erst guter Junge nicht mal ein Jahr später inmitten Bushidos Trennungsstreit mit Arafat Abu-Chaka, ohne auch nur ein einziges Album veröffentlicht zu haben. Aber kurz danach folgte noch eine weitere Trennung. Im Oktober 2018 trennten sich die verbliebenen Rapper Pablock, Jason und Undercover von AK Außer Kontrolle. Vermutlich weil viele eh bereits dachten, AK Außer Kontrolle bestünde nur aus Davut. Seitdem trägt er, der sowieso als Sprachrohr der Gruppe agierte, alleine diesen geschichtsträchtigen Namen. Doch Davut ließ sich davon nicht beeindrucken und veröffentlichte schon einen Monat später sein erstes richtiges Soloalbum XY, das es auf Platz 5 der Charts schaffte. Neben Features mit Contra K und Vaisel schaffte es ein weiterer gern gesehener Gast auf das Album. Und zwar niemand geringerer als sein alter Freund und Wegbegleiter Fuchs Außer Kontrolle. Aber schon einige Monate später drohte seine Karriere ein verfrühtes Ende zu finden. Im April 2019 veröffentlichte Davut auf Instagram ein Foto von seiner Grenzübertrittsbescheinigung, die ihm befahl, die Bundesrepublik Deutschland bis zum 30. Mai zu verlassen. Der Post hat eine enorme Welle in den Massenmedien losgetreten, sogar die Bild-Zeitung berichtete und machte seinen bis dahin unbekannten Namen deutschlandweit bekannt. AK kündigte zwar an, nicht kampflos zu gehen und die Rap-Szene solidarisierte sich mit dem jungen Berliner, allerdings schien das ziemlich aussichtslos zu sein, wenn man mal an seine kriminelle Vergangenheit denkt, die auch ursächlich für seine Abschiebung gewesen sein soll. Doch Anfang Mai gab es dann eine fette Überraschung. Wie durch ein Wunder schaffte es Davut zu bleiben, sein Titel wurde nochmal um ganze 3 Jahre verlängert.
Trotz der turbulenten Zeit setzte Davut seine Solo-Karriere fort und veröffentlichte im September seinen XY-Sampler, mit dem er Platz 63 erreichen konnte. Zwischenzeitlich schien weder die Trennung noch die drohende Abschiebung seiner Karriere zu schaden und letztere hat seinen Erfolg sogar geradezu befeuert, indem ihn die Schlagzeilen über die Szene hinaus bekannt machten. 2020 schaffte er es sogar, seine Karriere auf die nächste Stufe zu bringen, als er im August ASN 2 veröffentlichte und damit Platz 1 in Deutschland und Österreich abräumen konnte. Ein mindestens ebenso wichtiger Schritt war aber sein Buch Auf Start sein Nacken, welches am 3. November veröffentlicht wurde und welches durchweg ziemlich positive Kritiken bekommen konnte. Darin berichtet er über seine Jugend und seine kriminelle und musikalische Karriere und betritt damit neues literarisches Terrain. Bleibt nur zu hoffen, dass er eines Tages endlich einen unbefristeten Aufenthaltstitel bekommt und weiter auf der geraden Bahn bleibt. Was auch auf der Bahn bleibt, ist mein nächstes Video nächsten Freitag, denn wir sind hier am Ende. Wie fandst du denn diese Folge? Habe ich dich zumindest etwas überraschen können oder habe ich vielleicht sogar etwas Wichtiges vergessen? Und zu welchem Rapper würdest du gern mal so ein Video sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da. Wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, dann läute die Glocke. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Bis dann, Freunde, macht's gut, haut rein, wir sehen uns.